Willkommen zu einem weiteren Pokémon Sonne und Pokémon Mond Video. Im heutigen Pokémon Sonne und Pokémon Mond Video befassen wir uns mit den ganzen News, die uns über die Bilder der diesmonatigen Ausgabe der KuroKuro erreicht haben. Diesen Monat gab es wieder verhältnismäßig viele News, was natürlich einen Monat vor Release des Games verständlich ist, da Game Freak wieder sehr viel Werbung für die Spiele machen will. Deswegen würde ich sagen, fangen wir sofort an. Let's go! Fangen wir am besten erstmal mit dem ersten Bild an. Das hier ist der erste Screenshot aus der KuroKuro. Hier kann man die Entwicklung vom Type 0 sehen. Die haben wir übrigens im gestrigen Video schon ein bisschen besprochen. Sie wird im Japanischen auch Silvadi genannt. Sein grauer Farbton hat sich nun in einen etwas weißeren verändert, was mir sehr gefällt. Der Helm von der Weiterentwicklung ist nun auch weiß-rot und hat sich sehr verändert. Zudem trägt er nun keine Halskette mehr, beziehungsweise sieht man auch auf dem Bild, dass er die Halskette zerstört hat. Ich finde die Entwicklung eigentlich sehr gelungen und sie gefällt mir um ein Vielfaches besser als der Vorgänger. Das Pokémon soll ja auch seinen Typ durch jeweilige Items verändern können. Zu dieser Fähigkeit gibt es auch noch eine neue Attacke namens Multi-Attack, welche den Typen der Attacke durch das jeweilige Typen-Item verändert. Also hat diese Attacke immer Step. Vielleicht verändert sich seine weiße Farbe durch verschiedene Typen-Items bei Feuer zum Beispiel zu Rot. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Auf dem zweiten Bild kümmern wir uns erstmal nur um den Abteil mit dem Pokémon Minaris. Dessen zwei Entwicklungsstufen wurden nun nämlich geleakt. Die haben wir gestern übrigens auch in einem Video besprochen. Die erste Entwicklungsstufe heißt im Japanischen Yarango und hat zudem die Typenkombination Drache und Kampf. Des Weiteren ähnelt sie vom Gesicht her meiner Meinung nach einem Dinosaurier. Im Vergleich zum Vorgänger ist er um ein Vielfaches größer und geht auf zwei Beinen. Aus seiner Herzschuppe auf den Kopf wurden gleich drei und sein Körper ähnelt einem Schutzanzug, was man in den Armen am besten erkennen kann. Diese Entwicklungsstufe sieht meiner Meinung nach schon ziemlich geil aus, vor allem dieser Style mit den Herzschuppen gefällt mir richtig. Nun machen wir mit der zweiten Entwicklungsstufe von Minaris weiter. Dieses Pokémon wird im Japanischen Yararanga heißen, was ein etwas komischer Name ist. Aber naja, kommen wir mal zum Design. Auf dem Bild hat er eine etwas gebückte Haltung und steht nicht mehr so aufrecht wie die Entwicklungsstufe zuvor. An seinem Schwanz sind nun auch mehrere Schuppen dran, was sich von den beiden anderen Schwänzen der Vorgänger unterscheidet. That's what she said. Das Design der beiden Pokémon ist auf jeden Fall ziemlich geil und ich werde mir dieses Pokémon in Pokémon Sonne und wahrscheinlich ins Team nehmen. Schreibt mir hierzu auch wieder gerne eure Meinung in die Kommentare. Auf dem dritten Bild der KuroKuro Leaks sehen wir etwas zum neuen Pokémon Sonne und Mond Anime. Wuhu! Und ich muss mich mal wieder etwas aufregen. Was zur Hölle zieht Ash da wieder mal für eine Fresse? Immer wenn wir neue Bilder zum neuen Anime bekommen, gibt es mindestens ein Bild, wo man sich einfach nur denkt, was zur Hölle ist eigentlich mit den Designern des Animes los? Ich meine, Comedy schön und gut. Wenn die Entwickler das lustig und toll finden, weiß ich echt nicht, auf was für eine Zielgruppe die sich richten wollen. Naja, kann auch daran liegen, dass ich mittlerweile aus dem Alter raus bin, jedoch sah die letzte Staffel von den designerischen Elementen her und der Darstellung des Protagonisten gar nicht mal so schlecht aus. Und da machen sie jetzt wieder so einen immensen Schritt zurück. Aber schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Das vorletzte Bild, was wir bekommen haben, fasst nochmal viele Gameplay-Szenen und neue Pokémon zusammen. Als erstes kümmern wir uns aber mal um den unteren Teil des Bildes, da sehen wir nämlich einen neuen Charakter. Dieser Charakter heißt Ilmia und gehört zu den Tri-Captain an. Sie hat lila Haare und wirkt auf mich sehr adelig, kann auch einfach nur an ihrem komischen Pulli liegen, aber so wirkt sie nun mal auf mich. Mehr kann ich zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht zu diesem Trainer sagen. Zudem können wir auf dem Bild noch ein paar Ingame-Szenen von Aurora Steimer und Mauzi sehen, sonst gibt es leider nicht viel Neues auf dem Bild zu erkennen. In dem Bild steht noch der Name der Anfangsstadt drin. Sie wird in der japanischen Version Haori City heißen. Ich finde, der Name passt irgendwie so gar nicht zu der Stadt. Aber naja, mal gucken. Auf dem letzten Bild, was wir heute bekommen haben, sehen wir nochmal die Startentwicklungen. Ist auf jeden Fall cool gemacht, aber viel kann man dazu jetzt nicht sagen, da mit diesem Bild nichts Neues geleakt wurde. Naja, meiner Meinung nach waren es fast schon zu viele News, aber vor allem die News zu Type 0 waren sehr interessant. Das Pokémon scheint echt richtig viel Potenzial zu haben. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von den ganzen News haltet und was eurer Meinung nach die coolsten News heute waren. Im Anschluss hiervon wünsche ich euch noch einen sehr, sehr schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, bis dann und ciao, euer Solo.